Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die letzte Woche, Monat Mai, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Bevor ich das auch vergesse, möchte ich euch alles Gute zum Geburtstag wünschen, Zwilling. Also viele haben heute Geburtstag. Oder die nächsten Tagen, also alles Gute zum Geburtstag, Zwilling, ja? Irgendwie vielleicht abrupte, schnelle Kommunikation oder eine schnelle Sache, vielleicht sogar was mit Arbeit zu tun hat. Schauen wir mal jetzt, Zwilling. Gerade sehe ich die Nummer 1221. Eine wichtige Nummer. Wow, mein Gott. Also, Zwilling, unter dem Deck habe ich der Gehängter. Einen großen Arkana, eine wichtige Energie, eine sehr spirituelle Energie. Der Gehängter deutet immer so auf Veränderungen, ja? Also, irgendwie Veränderungen in deinem Leben. Ist deine Energie was mit einem starkes, also Nachdenken zu tun hat. Ich denke wirklich über eine Situation nach. Aber schon sehr lang, ja? Also man nimmt schon viel Zeit in diese Situation. Also ich sehe hier keine Kommunikation oder einen Stillstand in eine bestimmte Sache bei dir. Es kann mit einer Person zu tun haben oder einfach nur mit der Situation, wo du dich befindest, ja. Es kann mit Arbeit zu tun haben, natürlich auch, weil du hast ja gesehen, also hier habe ich 8 der Münzen. Also es könnte auch mit Arbeit zu tun haben. Die Sache ist, Zwilling, ich sehe schon eine Blockade vielleicht, in manchen Fällen eine Blockade, einen Stillstand, gar keine Kommunikation zu einer Person. Sternzeichen Fische ist hier zu sehen mit der Gehängter. Ich denke, man möchte hier Klarheit bekommen und nochmals, es sieht schon kompliziert aus. Ich sehe hier eine komplizierte Situation, ja. Aber Veränderungen sind da. Ja. Schau mal, 6. Stäbe, Königin der Stäbe. Königin der Stäbe, Feuerelement, Zwilling, spricht für Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Zeigt sich hier auch wie eine komplizierte Energie. Es ist eine Person, die vielleicht in deinem Leben nochmals zurückkommt. Und ich sehe schon eine stolze Energie hier. Möchte man hier irgendwie sehen, eine stolze Energie, eine komplizierte Energie. Und vielleicht mehrere, also Kompetenzen oder eine Person, die vielleicht andere Beteiligten, ich meine jetzt Optionen hat. Schauen wir mal. Also Zwilling, schau mal, welche Karten gekommen sind, ja? Der Magier, 6 der Kelche und 10 der Schwerter. Also, Zwilling. Also schon die letzte Woche, muss ich schon sagen, die letzte Woche sah schon wirklich etwas kompliziert aus, ja, in deiner Energie. Es sah schon kompliziert aus. Ich muss dir sagen, also der 10. Schwerter in Wirklichkeit ist gar nicht mehr so eine schlechte Energie. Ja, also dass du in diese letzte Woche Mai noch mit deiner Vergangenheit zu tun hast, das haben wir gerade gesehen. Entschuldigung. Also, wir haben hier mit einer komplizierten Energie in deinem Leben, Zwilling, eine komplizierte Energie. Nochmals, Feuerelement ist sehr stark zu spüren. Es spricht für Löwe, Schütze, Sternzeichen wieder. Eine Person, eine stolze Energie, muss ich schon sagen, zeigt sich zumindest so.
Und ich denke, eine karmatische Situation. Ja. Also die Königin der Stäbe, unabhängig von den Sternzeichen, weil es kann nur für die Energie von der Person reden, vielleicht ist kein Feuerelement und ja, aber unabhängig von diesen Sternzeichen, diese Königin der Stäbe zeigt immer eine karmatische Situation, nicht immer, aber in diesem Fall könnte darüber reden, weil wegen dieser 10 der Schwerter. Zwilling, du hast eine bestimmte Sache schon manifestiert mit deinen Gedanken. Du weißt, wie das ist, Zwilling. Du bist der Magier deines Lebens. Ja? Also vorsichtig mit dem, was man sich wünscht, weil Wünsche werden tatsächlich wahr. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber sonst passe wirklich auf, damit du siehst, dass wirklich deine Gedanken, das, was du mit deinen Gedanken manifestieren möchtest, das wird irgendwann, kommt das tatsächlich, verwirklicht sich das auch. Also die Gedanken sind wichtig. Wir reden hier über eine Person von deiner Vergangenheit. Und du weißt, wer diese Person ist, weil du das schon mit deinen Gedanken manifestiert hast. Es gibt hier gewisse Nostalgie von dieser Vergangenheit. Viele Erinnerungen sind da. Aber schau mal, 10 der Schwerter. Was ich dir sagen wollte, ist, diese 10 der Schwerter ist am Ende nicht zu sehr schlecht, weil deutet auf eine Sache in deinem Leben, die eine Ende hat. Es gibt hier eine Ende, eine deutliche Ende. Warum? Weil in diese Karte 10 der Schwerter passt ja eigentlich auch gar keine Schwerter mehr drauf. Auf diesem Körper hier, auf diesem Körper, geht ja gar kein Schwerter mehr drauf. Man würde denken, diese Person ist bereits tot. Von lauter Enttäuschungen. Von lauter in den Jahren tatsächlich. Wir reden hier sehr wahrscheinlich über eine Situation, die sich bei dir schon sehr lang in der Zeit geht. Ja? Wo mehrere Enttäuschungen da waren. Ja, man würde wirklich denken, dass diese Person schon tot ist, aber in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit, du siehst ja, die Sonne scheint wieder hier in diesem Horizont. Die Sonne scheint, diese Person steht wieder auf und fängt einen neuen Zyklus an. Es gibt ein Ende, aber es gibt einen Anfang. Und ja, es gibt einen neuen Anfang, natürlich. Ja, ich sehe schon hier ein Ende in eine bestimmte Vergangenheit bei dir. Ich sehe ein Ende, eine komplizierte aber. Ja, aber ich sehe neue Anfänge, natürlich. Also Augenblick bitte, Zwilling. Ich denke, diese 2 Karten sind rausgeflogen, ja? Ich denke, abrupte, energische Kommunikation kommt in diese letzte Woche Mai für dich. Was mit einer Person von deiner Vergangenheit zu tun hat. Eine Kommunikation kommt in diese letzte Woche, Mai, für dich, Zwilling. Es fühlt sich nicht angenehm. Wir wollen uns auch nicht was vormachen, ja? Also 10 der Schwerter ist nicht unbedingt idyllisch jetzt hier. Also so schön fühlt sich das nicht an. Aber es deutet auf eine endgültige Ende für dich. Endgültige. Nummer 10 ist eine Ende. Wow. Wahnsinn. Also nochmals, Sternzeichen Löwe, Zwilling, ist bei dir sehr, sehr zu sehen, sehr präsent. Sternzeichen Löwe. Ich sehe eine gewisse Manipulation in deiner Energie. Ja, eine gewisse Manipulation und das kannst du für dich so nehmen, wie es für dich so in Resonanz kommt, ja, das musst du selbst wissen, aber ich sehe schon eine gewisse Manipulation in eine Energie. Ja.
Die Karte, die Kraft, Sternzeichen Löwe. Schau mal in der Mitte und das glaube ich, Zwilling, glaube ich, lass mich mal kurz denken. Ich bin mir nicht sicher, war das bei dir? Nee, ich glaube nicht, das war nicht bei dir. Also auf jeden Fall in der Mitte von deiner Legung für die letzte Woche Mai habe ich Ass der Kelche. Wahnsinn! Zwilling ist eine extreme positive Energie auch, weil wenn ich jetzt denke, dass diese Zenderschwerter in diese letzte Woche Mai für dich so präsent ist, schau mal bitte hier. Das zeigt für mich ein Ende und einen neuen Anfang. Habe ich dir gerade gesagt. Also Zenderschwerter ist ein Ende in eine komplizierte Situation in deinem Leben. Egal in welchem Bereich, es kann nicht nur immer über einen Wunschpartner reden. Ja, es muss nicht immer. Aber du siehst ja ein Ende und es gibt hier neue Anfänge. Natürlich. Natürlich. Wir reden, Zwilling, über Selbstliebe. Über Selbstliebe, natürlich. Du musst dir eine Sache vorstellen, Zwilling. Seelenpartner spricht für Liebe, ja? Seelenpartner spricht für Liebe. Aber Seelenpartner spricht auch für Selbstliebe. Ohne Selbstliebe kommt die richtige Person in unserem Leben nicht. Also vergesse nicht das, was ich dir gerade sage, Zwilling, weil ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nochmals, ohne Selbstliebe kommt die richtige Person in unserem Leben nicht, weil Seelenpartner spricht für Liebe, aber auch für Selbstliebe. Und deswegen manchmal fragt man sich auch, ja, warum ziehe ich immer die gleichen Menschen an mir, ja? Warum ziehe ich diese gleiche Menschen an? Oder warum habe ich immer mit diese gleiche Muster von Menschen zu tun? Ja, vibrierst du? In welche Energie bist du? Bist du in eine Selbstliebe-Energie? Oder lebst du im Verlust? Bist du im Verlust? Weil so wie es in dir aussieht, so ist auch außen, also so spiegelt sich das nach außen. Ja, wenn du natürlich in einer Selbstliebe bist, ist genau das, was du an dir anziehst. Eine Person, die sich selbst auch liebt. Ja, und eine Person, die dich lieben wird, genau wie du dich selbst. Und es wird einen geben und nehmen, ist dann da. Selbstliebe ist hier. Schau mal, Zwilling. König der Kelche, Ass der Kelche und die Karte die Welt. Für manches rede ich hier über Wünsche, die in Erfüllung kommen. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Ja, einen Zyklus, den man zumacht. Es ist stark. Also starke Sache, weil man redet die ganze Zeit über das Gleiche. Du machst hier einen Schluss, Zwilling. Ich kann es dir lauter sagen, aber nicht deutlicher und klarer. Du machst einen Schluss mit einer karmatischen Situation. Und ehrlich gesagt, es wird schon Zeit. Ja? Ja? Also wenn du das nicht machst, es kommt einen Turm, bald. Ja? Weil man merkt hier, es kann sogar möglich sein, dass du dich sogar schwach fühlst momentan, diese letzte Woche, Mai. Weißt du, warum du dich gesundheitlich vielleicht nicht wohlfühlst oder du dich schwach fühlst, energetisch gesehen? Weil du mit Menschen zu tun hast, die nicht in deine gleiche Energie sind. Du hast mit toxischen Personen, mit einer toxischen Person zu tun. Ja? Wenn du mit toxischen Menschen zu tun hast oder halt Energien, das ist genau das, was du auch spürst. Und vielleicht fühlst du dich gesundheitlich in dieser letzten Woche Mai nicht wohl, nicht gut. Es kann sein, dass du dich auch sogar krank fühlst. Sage ich nicht jetzt, dass du krank sein wirst. Ich meine, wir sind ja jetzt auch in dieser letzten Woche. Aber es könnte möglich sein. Ich sehe gerade die Nummer 1, 2, 3, 4. Eine interessante Nummer. Also 1, 2, 3, 4. Also. Ja, ich sage nicht, dass du vielleicht jetzt krank sein wirst diese Woche, aber dass du dich energetisch gesehen nicht wohlfühlst, weil du mit toxischen Energien zu tun hast.
Du kannst vielleicht mit Rückenschmerzen zu tun haben, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen oder irgend so eine Sache ist hier. Du fühlst dich schwach, also irgendwie energetisch gesehen wirst du dich schwach fühlen. Und das hat mit dieser Energie von deiner Vergangenheit, mit dieser Manipulation, Achtung, Fische, Zwilling. Entschuldigung, ich habe nämlich bei Sternzeichen Fische, hatte ich das auch darüber gesprochen, über Krankheit. Ja, und jetzt habe ich auch daran gedacht. Auf jeden Fall, Wünsche werden in Erfüllung kommen, Zyklus werden zugemacht und du fängst einen neuen Zyklus an in deinem Leben, Zwilling. Und ich sehe hier Liebe, eine Person, die verliebt ist. König der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Man fühlt sich hier verliebt. Ich bin verliebt. Ich möchte mit dieser Person tatsächlich einen neuen Zyklus erleben. Ich möchte ein neues Leben mit dieser Person. Deutlich unmöglich. Deutlicher unmöglich. Die Karte der Tod, die Welt, zehn der Schwerter. Du siehst eine Ende. Eine Ende und einen Anfang. Eine starke Transformation in deinem Leben. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Du siehst, Wasserelemente sind bei dir sehr zu sehen. Skorpion, Fische, es kann aber auch Krebs sein. Ja, weil mit der Karte die Welt, wir haben alle vier Elemente hier. Also es kann Feuer, Erde, Luft oder Wasser sein. Ja, und von da aus, man sieht hier eine Ende. Eine drastische, starke Transformation in deinem Leben, Zwilling, und einen Anfang. Deutlich. Deutlich, Zwilling. Also, ich. Ja, so sehe ich das hier. Also, die letzte Woche, Monat Mai. Ich bin sehr neugierig, wie den Monat Juni für dich aussieht. Ja? Ich bin sehr, sehr neugierig, weil wir reden hier über eine Ende. Also manche, vielleicht manche haben tatsächlich irgendwie mit zwei Energien zu tun gehabt. Viele Gedanken, viele schlaflose Nächte. Es ist kompliziert hier, es fühlt sich kompliziert, aber schau mal, die Karte der Tod, es hat ein Ende hier. Das hier hat ein Ende. Ja. Es hat ein Ende und schau mal, was ich hier sehe, Zwilling. Also diese Manifestierung von einer Person. Die Karte der Magier, Sternzeichen Zwilling auch. Du siehst der König der Kelche. Also man denkt schon sehr viel an diese Energie. Man macht sich viele Gedanken über diese Person. Es gibt hier eine Manifestation von Gedanken, ja. Ja. Wahnsinn. Ja, eine sehr schöne Legung, weil obwohl, Zwilling, obwohl man schon bei dir dieses Gefühl von, du siehst ja, neun der Schwerter, zehn der Schwerter, Ass der Kelche. Weißt du, was ich meine? Ich weiß natürlich nicht, Zwilling, wie deine Situation so ist. Ich weiß nur, dass für viele von euch sich kompliziert fühlt oder eine komplizierte Vergangenheit da war. Was ich aber jetzt sehe, nochmals, Zwilling, ist eine Selbstliebe in dir. Ein Gefühl von Müdigkeit für diese Sache, die es schon mal war. Ich bin müde. Ich kann nicht mehr in dieser Situation. Ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich will nicht mehr. Ich lasse los. Ich mache einen Schluss mit dieser Situation, die mich wirklich müde macht. Viele Jahre sieht man hier. Man sieht schon eine Sache, die schon sehr viel Zeit jetzt in den Jahren jetzt so nimmt. Und ich rede über ein Ende. Für manche spricht das schon hier über eine Scheidung, eine Trennung, eine Scheidung, eine, ja. Für jeder von uns was anderes, aber das spricht für ein Ende. Das spricht schon für ein Ende. Kinder sieht man hier. Altersunterschied sehe ich auch hier.
Starke Energie, Zwilling, eine starke Energie, was wir hier für dich haben. Ich bin sprachlos, ehrlich. Ich bin sprachlos. Vergesse nicht, du bist der Magier deines Lebens. Ja? Du bist der Magier. Du kannst alles haben, alles manifestieren, wie du es möchtest. Du musst es wirklich nur wollen, ja. Und ja, tatsächlich, ich denke wirklich, Zwilling, es handelt sich hier um eine abrupte, schnelle Kommunikation, ja. Es wird hier eine Sache so kommen, aber ich denke, jemand möchte hier für eine bestimmte Situation in eine bestimmte Person dran arbeiten. Man möchte jetzt wirklich sich Mühe geben, man möchte wirklich Zeit investieren, Geld investieren, man möchte einfach an eine bestimmte Situation arbeiten. Das möchte man. Man hat eine Entscheidung irgendwie getroffen oder man ist überzeugt von dem, was man möchte jetzt. Es gibt hier eine abrupte, schnelle Kommunikation, ne? Muss ich dir schon sagen. Und ja, in der Luft hier spürt man zwei verschiedene Situationen, das ist wahr. Aber du wirst schon wissen, in welche Momente in deinem Leben du dich befindest und wie deine Situation ist. Aber ich kann dir nur sagen, Veränderungen kommen auf dich zu. Bereite dich tatsächlich vor, weil dein Leben wird sich verändern. Also es gibt hier schon eine drastische Veränderung in deinem Leben, ne? Und es kann, wie gesagt, egal, ob das mit Arbeit zu tun hat oder was das für dich ist, aber ich sehe einen neuen Zyklus, Zwilling. Es sieht so aus, also Zwilling ist eine starke Legung, oder? Also ich danke dir wirklich für deine Likes und für deine Abos. Dankeschön. Für deine Unterstützung in unserem Kanal. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr neugierig, wie deine Energie für Juni, für den Monat Juni aussehen wird. Ja? Ich denke, ich bin morgen mit dieser Energie beschäftigt, Zwilling. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Also, ich wünsche dir wirklich eine schöne Woche. Entschuldigung, meine Pause. Wie gesagt, Zwilling, ich bin mit diesem Zenderschwerter ein bisschen mit meinen Gedanken beschäftigt, weil es kann möglich sein, dass, wie gesagt, du diese Nachricht bekommst, die wirklich eine starke, drastische Veränderung in deinem Leben bringt. Ja? Ich denke, das wird sich nicht schön fühlen, es wird nicht schön sein, aber es ist wichtig. Es ist wichtig hier, was wir hier haben. Ja, also Entschuldigung. Auf jeden Fall, Zwilling, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns bald. Ja, Zwilling, Dankeschön. Tschüss. Übrigens, einen schönen Geburtstag heute. Alles Gute. Tschüss.